Alter Schwede, es ist einfach unfassbar, wie schnell doch die Zeit vergeht. Denn heute ist nun schon zum dritten Mal der Tag, an dem ich mein allererstes Let's Play Video hochgeladen habe, weshalb ich euch nun herzlich zum 3-Jahres-Special begrüßen darf. Und bei diesem Special habe ich mir dieses Mal etwas ganz Besonderes für euch einfallen lassen. Denn dieses Mal findet nun auch bei mir zum allerersten Mal ein Gewinnspiel statt, wobei ihr einiges an hübschen Preisen gewinnen könnt. Und zu gewinnen gibt es Folgendes. Als dritter Preis werden 5-mal jeweils 20 Euro Steam-Guthaben verlost. Der zweite Preis ist ein 3DS in Azurblau inklusive den beiden DS-Games Inazuma Eleven 1 und Inazuma Eleven 2 Eissturm. Und dazu gibt es noch ein offizielles 3DS-Täschchen, wobei ihr nicht nur euren 3DS, sondern auch einige DS- und 3DS-Games und auch das Ladekabel selbst aufbewahren könnt und auch eine Ladestation ist bei den 3DS noch mit enthalten. Und dabei muss ich euch noch darauf hinweisen, dass es sich hierbei um meinen eigenen allerersten 3DS handelt und auch um meine eigenen ersten Inazuma-Games auch noch. Sprich, alles ist gebraucht, aber immer noch voll funktionstüchtig. Habe ich selbstverständlich noch ausgetestet. Also ihr habt meine Garantie, dass alles noch funktionieren würde. Und jetzt kommen wir zum großen ersten Preis. Und zwar handelt es sich hierbei, wenn auch ebenfalls gebraucht, aber trotzdem voll funktionstüchtig und auch noch so gut wie neu, um eine Wii U Premium in Schwarz inklusive den beiden Games für Wii U Nintendo Land und für Wii Inazuma Eleven Strikers. Ja, dabei handelt es sich sogar um mein Inazuma Eleven Strikers, womit ich auch mein erstes Inazuma LP, also was auch gleichzeitig mein erstes Inazuma LP war, weil ich verteile das deshalb als Preis, weil es ja bei mir kein Inazuma mehr geben wird. Ihr wisst es ja, ich habe keine Lust mehr auf Inazuma LPs und die Lust auf die Spiele an sich habe ich leider auch schon verloren. Und deshalb möchte ich wenigstens, bevor ich jetzt die Spiele vielleicht unnötig wieder beim GameStop hergeben werde, sie lieber euch gleich selber übergeben als kleines Trostpflaster. Oder zumindest, dass ihr die Chance bekommt, dass ihr diese Spiele bekommen könnt als kleines Trostpflaster dafür, dass jetzt halt kein Inazuma mehr bei mir kommen wird. Und dennoch erhoffe ich mir, dass ihr auch meine anderen LPs unterstützt. Und dazu gibt es auch noch für die Wii U selbstverständlich noch, damit ihr auch gleich Inazuma Eleven Strikers zocken könnt, weil ihr benötigt ja für Wii Games, die auf der Wii U zockt, natürlich auch noch die Controller für die Controller, also die Standard-Controller für die Wii, und zwar eine Wii-Fernbedienung mit Nunchuck in Schwarz gibt es auch noch zusätzlich. Und um all diese Preise gewinnen zu können, müsst ihr dafür folgende Frage beantworten, welche mein allererstes Steam-Let's Play Freedom Planet betrifft. Und zwar möchte ich von euch wissen, wie die ganzen spielbaren Charaktere des Games mit vollen Namen heißen. Sprich, wenn man das jetzt mit Sonic zum Beispiel vergleicht, weil Freedom Planet ist ja schon fast Sonic-basierend, beziehungsweise war noch als Sonic-Fangame geplant gewesen, bevor Galaxy Trail das dann als volles Spiel veröffentlicht mit eigenen Charakteren und einer etwas eigenen Spielweise. Wobei es aber trotzdem immer noch auf Sonic anspielt. Und gleichzeitig auch haben ja die Charaktere auch so volle Sonic-Namen, wie zum Beispiel Sonic heißt er mit Vollnamen Sonic the Hedgehog. Und auch genauso haben auch die anderen Charaktere einen vollen Namen. Und genau diesen, also die spielbaren Charaktere von Freedom Planet, und genau diese Namen möchte ich von euch wissen. Allerdings müsst ihr dabei Folgendes beachten, bevor ihr also jetzt die Namen in den Kommentaren schreibt und auch postet.
möchte ich nur, dass ihr darauf achtet, dass ihr auf die Rechtschreibung der Namen achtet. Sprich, wenn auch nur eine Ziffer bei den Namen falsch ist, dann gilt die Antwort schon als falsch. Und ihr habt nur einen einzigen Versuch. Sprich, ihr könnt auch die Kommentare nicht mehr ausbessern. Denn ich werde es merken, wenn ihr jetzt das Kommentar ausgebessert habt, dann zählt das auch als falsche Antwort. Dann seid ihr auch disqualifiziert. Also, ihr dürft nicht schummeln. Ihr müsst wirklich, bevor ihr postet, genau auf die Rechtschreibung der Namen achten. Wenn ihr jetzt zusätzliche Wörter hinzufügt, wie zum Beispiel den Namen lauten so und so, dann ist es natürlich irrelevant. Die zusätzlichen Wörter, die ihr hinzufügt, die brauchen nicht perfekt in der Rechtschreibung sein. Aber bei den Namen müsst ihr auf die genaue Rechtschreibung und selbstverständlich auch auf die Groß- und Kleinschreibung achten. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Namen jetzt lauten und genau geschrieben werden, zieht euch einfach mein Freedom Planet LP rein oder geht auf die offizielle Freedom Planet Seite. Dort kriegt ihr noch mehr Informationen raus. Nun, ich hoffe mir auch natürlich auf möglichst viele richtige Antworten. Mindestens 7 werden benötigt, weil diese Kommentare werden dann natürlich vom Ältesten bis hin zum Neuesten durchnummeriert. Von 1 bis so und so viel. Und diese Nummern werden dann natürlich bei einem Zufallsgenerator ausgelost. Angefangen mit dem dritten Preis bis hin zum ersten. Also nutzt die Chance und lasst euch diese fantastischen Preise nicht entgehen und bringt mir so viele richtige Antworten, wie es nur geht. Wie gesagt, ihr habt nur einen einzigen Versuch und ihr müsst bei den Namen auf die Rechtschreibung inklusive Groß- und Kleinschreibung achten, dass sie genauestens stimmt. Ich erwarte wirklich, dass ihr auch wirklich alles richtig macht und ich hoffe, ihr freut euch über diese Preise und ich hoffe, ihr nutzt die Chance, wie schon gesagt. Und falls ihr diese Konsolen und die Spiele schon besitzen würdet, dann könnt ihr natürlich, wenn ihr jetzt ausgerechnet dafür ausgelost werdet, dann, ja, könnt ihr natürlich, das auch euren Verwandten, Bekannten oder Freunden, weitergeben. Entweder, oder ihr könnt sie als Ersatzkonsole, beziehungsweise als zweite, beim 3DS als zweite Konsole verwenden, um zum Beispiel mit Pokémon X und Y hin und her tauschen zu können, ohne einen zusätzlichen Partner dafür zu benötigen. Einzelschluss ist am Freitag, den 11. September 2015, weil am Samstag die Gewinne bekannt gegeben werden und an diejenigen, welche ausgelost worden sind, werde ich natürlich auch noch eine PN schreiben, worauf es dann mit euren genauen Namen und eurer genauen Adresse zu antworten gilt, damit ich das dann auch so schnell wie sobald wie es geht an euch versenden kann. Und falls ihr nicht wisst, wie ihr eure PNs aufrufen könnt, weil normalerweise müsste das per Mail von YouTube verschickt werden, dass ihr eine PN bekommen habt, dann müsst ihr nur aufs YouTube-Studio gehen und dort gibt es dann links eine Schaltfläche, welche sich Community nennt und wenn ihr darauf klickt, dann gibt es dann noch eine Schaltfläche direkt unter Kommentare, wobei es sich um Benachrichtigungen handelt. Und dort findet ihr all eure PNs vor, welche ihr erhalten habt und welche ihr gesendet habt und könnt dann darauf auch so bald als möglich antworten. Ich erwarte also wirklich eine möglichst baldige Antwort darauf. Und ich hoffe mir, wie schon gesagt, auf möglichst viele richtige Antworten, damit es auch umso spannender wird. Wenn noch mehr Antworten kommen, dann ist natürlich die Chance für euch niedriger, dass ihr auch diese Preise gewinnen könnt. Aber dafür wird es dann auch umso spannender, ne?
Jedenfalls, wie schon gesagt, bitte ich um möglichst viele richtige Antworten auf die Frage, auf die Gewinnspielfrage, und ich hoffe, lasst euch diese Preise nicht entgehen. Und ich hoffe, ihr werdet, und ich wünsche jetzt auch weiterhin viel Spaß mit meinen ganzen Let's Play Projekten, meinen aktuellen. Und ja, danke für Aufmerksamkeit, und ja, ich kann mich auch nur für die, ja, mehr oder weniger 3 Jahre Treue von euch bedanken. Und hoffe mir auf weiterhin auch auf möglichst viel Unterstützung für meine Let's Plays. Und hoffe mir auch, dass ich euch auch weiterhin so gut unterhalten kann, wie es nur geht. Also, danke nochmal und auf Wiedersehen und tschüss, Leute.